Salut und herzlich willkommen beim neuen Part von FIFA 15 Ultimate Team. Jetzt habe ich überlegt, dass wir heute ein Turnier spielen. Und zwar gibt es heute ein sehr schönes Turnier, das extra Footmass Cup. Ja, den will ich heute noch holen im gegebenen Falle. Und das startet erst in 4 Stunden. Ach so, dann machen wir was anderes, nicht wahr? Dann machen wir wieder Liga, dann machen wir das im nächsten Part, das Footmass-Turnier. Ich dachte, das macht schon heute auf. Ja, und wie ihr seht, habe ich wieder ein bisschen das Team geändert. Das heißt ein bisschen, ich habe es sehr stark geändert. Und zwar habe ich jetzt ein Barclay Premier League Team für euch zusammengestellt. Ja, und wir starten einfach dann gleich. Und ich würde sagen, ich habe hier nochmal die Spieler. Valtelli, Felipe Luis, Navas, Rooney, Oscar, Walker, Mangala, Schürrle, Howard, Matic, Özil und Koscielny. Und übrigens, ja, ich habe Özil extra so ausgesprochen. So. Im Tor Lloris, Kompany, Clichy, Vertonghen, Zabaleta, Fernandinho, Angel Di Maria, Ramirez, Eden Hazard, Diego Costa im Sturm und rechts Alexis Sanchez. So, wir starten einfach gleich, Leute. Wir verlieren hier gar keine Zeit, denn wir wollen hier in Liga 1 hoffentlich wieder mal einen Sieg erringen, denn ich hatte letztes Mal ein bisschen Pech, hatte zwar gewonnen, aber natürlich ging mir FIFA ein Disconnect. Wie soll es denn sonst sein? Ja, wir spielen hier mit dem schönen Madrid-Trikot, mit dem königlichen Madrid. VfL Borussia und ja, spanisches Liga-Team. Okay, das könnte interessant werden. Griezmann, ja, der hat gerade jetzt am Wochenende, sollte das gewesen sein, 3-mal getroffen für Atletico und damit sie zu einem 4-1-Sieg geführt gegen Atletico Bilbao nach einem 1-0 Rückstand. Und ja, im letzten Part habe ich mit euch angefangen, die Champions League zu predikten. Okay, Xavi. Ach, komm schon, echt jetzt. Ja, die Champions League zu predikten. Das würde ich jetzt auch gerne weitermachen. Uiuiui, schöner Pass, Di Maria zu Sanchez. Pfosten, fuck. Ja, das haben wir letztes Mal besprochen. Ich glaube, City gegen Barcelona war es. Letzte Aufnahme ist ein bisschen her, Leute. City-Barcelona war ein Spiel, das wir besprochen haben. Die Borussen gegen den italienischen Meister Juventus Turin. Und was... Ach nee, nicht dort runter. Und was war sonst noch? Wir haben noch ein drittes Spiel gehabt, aber ich habe vergessen... Oh kacke, der ist drin. Ach, das war abseits, okay. Was war sonst noch? Ich hatte noch ein Spiel gehabt. Ah, Paris gegen Chelsea war es noch, genau. Paris gegen Chelsea, das war... Auch noch ein Spiel. So, reden wir heute weiter. Was nehme ich denn am Anfang? Die Londoner aus Arsenal gegen die Monegassen. Und da werden wahrscheinlich alle sagen, ja, die... Ha, der FC Arsenal ist da klein Vorteil. Aber, Leute, ich glaube nicht, dass die Spielweise von Monaco Arsenal entgegenkommen wird, weil da ist Monaco, der spielt extrem defensiven Fußball. Und das tut dem Spiel von Arsenal im Normalfall nicht gut, gegen Mannschaften zu spielen, die tief hinten stehen. So, das ist meine Meinung. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Natürlich, Arsenal geht als Favorit in die Rolle, aber die Monegassen könnten eine Überraschung schaffen. Ach kacke, wäre der Pass durchgekommen, wäre Diego Costa aufs Tor gerannt und hätte den Ball einfach reingemacht. Und ja, eigentlich sollte Arsenal, im Normalfall sollten die Londoner weiterkommen. Aber was ist im Fußball schon normal? Oh, der war schön gespielt. Aber Lloris hält glänzend. Und da habe ich ihn wieder, den Ball. Jetzt müssen wir kontern. Los, Di Maria! Di Maria! Der rennt hier durch! Der kennt nix! Di Maria! Di Maria! Ah!
Kacke, schön gelaufen. Ja, und ich habe immer noch nicht den Eckball geändert. Hassad, bring du mal die Ecke rein. Ja, was gibt es sonst noch für Spiele? Leverkusen spielt gegen wen? Gegen wen spielt Leverkusen? Ich weiß nicht, gegen wen Leverkusen spielt. Leverkusen. Ich sag mal die anderen Spiele. Das wäre noch der. Ja, die Bayern gegen Donetsk. Das wird, glaube ich, eine klare Sache. Ich glaube, die Bayern werden dort sehr stark das Spiel dominieren, weil Bayern halt momentan, glaube ich, mit Madrid die beste Mannschaft der Welt ist. Das wird halt, diese zwei machen halt wahrscheinlich den Titel dieses Jahr unter sich aus. Wenn nicht einer vorher schon patzt. Und ansonsten, ja, Bayern. Ich tippe, Bayern kommt besiegt die Shakhtar nicht. Ich glaube, doch locker. Die werden die locker wegstecken. Donetsk besiegt. Bayern besiegt Donetsk. Ja, das ist, glaube ich, keine Überraschung. So, Schalke gegen Real Madrid. Da bin ich mir absolut sicher, dass Madrid weiterkommen wird. Warum? Weil ich unter Schalke, unter Di Matteo nicht viel halte. So, erstens, ich mag Di Matteo nicht. Das ist halt, keine Ahnung, ich mag den überhaupt nicht. Ich finde, der praktiziert übertrieben hässlich. Jo, und das war kein Foul. Jo, klar. Ja, und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Nee. Schalke wird dort nicht viel sehen. Also kein Land sehen, weil Schalke ist halt auch nicht gerade die konstanteste Mannschaft, wie wir wissen. Aber das wäre schön gewesen. Ah, nein, fast durchgekommen. Diego Costa! Tor! Tor! Diego Costa! Der zappelt das eiskalt rein, der kennt da gar nichts. Ja, und Schalke, nee. Allgemein die Bundesliga-Vereine dieses Jahr, weiß nicht. Bis auf die Bayern, seien wir ehrlich, Leute. Nur die Bayern spielen momentan in einer konstanten Leistung. Der Rest ist so Tralalifari. Bayern, wie gesagt, für mich auch schon Meister dieses Jahr. Weil Dortmund da nicht mehr mitzureden. Ach, nicht dem Ramirez. Und Sanchez holt sich den Ball. Schön gespielt, schön gespielt. Costa! Eieieiei! Ja, Schalke verliert. Also, wenn sie wie letztes Jahr verlieren, dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich mir echt Sorgen machen. 6-1 auswärts verloren? Nee. Das darf dieses Jahr nicht noch einmal passieren. 6-1 zu Hause verloren. Das ist ja das Schlimme. Es gibt sonst noch. FC Basel, die Schweizer. Das ist natürlich typisch. Die Schweizer spielen gegen die Portugiesen. Der Verein. Ich hätte Basel eigentlich schon gegönnt gegen jede andere Mannschaft, aber gegen Porto? Nee, ich muss für Porto sein, denn ihr wisst, ich bin Portugiese und es gibt uns halt Punkte im World Ranking. Und wir sind momentan sind wir, ich glaube, die portugiesische Liga vor der französischen. Und ja, das würde ich feiern, wenn wir unter die ersten 5 Ligen kommen. Ach, Kacke. Ja, aber das wird so ein knappes Spiel, weil Porto hat einzeln gute Spieler, aber ich finde, den Trainer ist kacke. Ich hoffe natürlich, dass Porto weiterkommt, aber das ist so 50-50 das Spiel. Normalerweise wäre Porto favorisiert, aber momentan ja nie, eher nicht. Vertonghen, der hätte das ganz klar. Ich gebe mir mal defensiv ein bisschen. Was geht's sonst? Okay, Mensch, mit Leverkusen. Ey, ich bin hier gerade voll verpeilt. Ah, spielt Leverkusen gegen Atletico, oder? Leverkusen spielt gegen Atletico. Das wird ein ziemlich... Ich tippe, das wird ein ziemlich krankes Spiel, weil... Wir wissen, also, ich habe bis jetzt ein paar Leverkusen-Spiele geguckt und Leverkusen spielt halt so dieses Pressing. Ich glaube, es ist doch... Ich will es nicht falsch sagen. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, die einzige Mannschaft, die ich noch nicht gesagt habe. Atletico spielt gegen Leverkusen. Sollte gegen Leverkusen spielen. Lass mich nochmal durchgehen, ich will hier nichts Falsches sagen. Also, der Zweitplatzierte der Gruppe A, das war Juve, das Spiel gegen Dortmund. Arsenal wurde zweites Spiel gegen Gruppenersten. Das sind zwei Spiele.
Was ist Halbzeit. Was gibt's sonst noch? Ja, du Kacke. Sind zwei Spiele. Real Schalke ist das dritte Spiel. Bayern Donetsk ist das vierte Spiel. Paris, Chelsea fünfte. Porto Bas, ja. Atletico gegen Leverkusen. So, das wird ein ziemlich ekelhaftes Spiel. Und zwar da, deshalb, weil Dortmund, warum sage ich immer Dortmund heute? Weil, die Leverkusen, die pressen halt sehr früh. Und Atletico ist eine sehr laufintensive Mannschaft. Da hat wirklich jeder, rennt dort seine 12 Lungen raus. Das ist halt so Atletico Spielstil, das halt viel Gerenne, viel vom stark Zweikampf betont. Atletico spielt sehr zweikampfstarken Fußball. Da scheut keiner den Zweikampf, auch mit dreckigen Faust nicht. Das muss man sich einfach auch bewusst sein. Dementsprechend wird es auch ein sehr hässliches Spiel, weil halt Atletico sehr körperbetont spielt. Habe ich. Gut. Ja, und weiß ich gar nicht, weil. Ich glaube eigentlich, Atletico macht es, weil Leverkusen hat schon eine gute Mannschaft, aber die sind auch so unkonstant. Die haben extrem stark begonnen. Aber das ist halt schon das Problem von, ich weiß nicht, wie der Trainer heißt, aber der war auch schon bei Red Bull Salzburg nicht. Also bei Salzburg hatten die auch nicht gerade die konstante Leistungen gebracht. Die hatten halt immer wieder gute Spiele. Und danach kamen halt wieder Kackspiele gegen schwächere Mannschaften. Und in der Europa League habe ich mal ein Spiel von Salzburg geguckt. Da dachte ich, boah, okay, die sind Favoriten auf den Titel. Aber danach ging es halt gegen Basel nach Hause, wo sie ein Mann mehr waren. Das ist halt schon ein bisschen peinlich. Und ja, das ist halt, weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, dass der, so eine Überraschung, wenn Leverkusen weiterkommt. So, das ist meine Meinung. Das war's eigentlich schon. Das war 2-0. Diego Costa. Und eins kann ich euch sagen, Leute. Diego Costa und Balotelli, das sind so ziemlich die zwei geilsten Stürmer momentan in FIFA 15. Also meine Predictions. Chelsea, Paris. Chelsea kommt weiter. Man City, Barcelona. Ich würde City gönnen, da ich... Sorry, falls jetzt im Barca-Zuschauer angucke, aber ich bin... Anti-Barcelona und zwar extrem. Ich habe no Sympathie für diesen Verein. Deswegen hoffe ich zwar, City kommt weiter, aber ich glaube, Barca kommt weiter. Das muss ich anerkennen. Basel-Porto. Ich hoffe, Porto macht's. Aber ich... Nee, ich glaube, Porto macht's. Ich glaube nicht, dass Basel weiterkommt. Hat er jetzt aufgehört zu spielen? Okay, dann sage ich... Natürlich sage ich dann nicht nein, denn ich brauche die Punkte. Hör auf, den Ball so abzuschirmen. Meine Fresse. Ja, und das ist halt so meine Meinung. Okay, der spielt echt nicht mehr. Okay, ich nehm das gerne an. Ich brauche die Punkte. Und ich kann ein bisschen die Statistik von meinen Spielen aufpolieren. Ja, und kann euch mit euch jetzt ein bisschen beruhigter quatschen. Porto Basel, Porto kommt weiter. Was gibt's sonst noch? Das wäre Real Madrid, Schalke fliegt nach Hause, gleich wieder raus. Schalke ist weg vom Fenster. Bayern Donetsk, Bayern kommt souverän weiter. Arsenal Monaco. Wenn alles normal verläuft, ist Arsenal weiter. Und Leverkusen Atletico kommt weiter. Juve Dortmund, wie gesagt, das ist so. Wenn Dortmund in Form findet, dann kommt Dortmund weiter. Wenn nicht, Elfmeter. Wenn nicht, dann kommt die gute Juventus weiter. Wenn Juve so weiterspielt wie jetzt, dann ist Juve weiter. Wenn nicht, dann... Ja, nee. Juve... Ich würde es Juve schon gönnen, nur weil meine Kumpels Fan von Juventus sind. Aber ich glaube, Dortmund hat... Eigentlich, wenn es spielen, die bessere Mannschaft als Juventus. Und das finde ich auch. Dementsprechend kommt Juve, wenn es so bleibt wie jetzt, kommt Juventus weiter. Wenn nicht, dann arrivederci Juventus. Souverän gemacht, Leute. Souverän. Mit Eden Hazard. Ja. So.
Was sind meine Predictions für die Champions League? Und jetzt wird der Match ein bisschen langweilig. Ich kann jetzt eigentlich auch mit euch über alles quatschen. Was soll ich mit euch quatschen? Hat jemand Fußball im Verein gespielt? Ich habe ja Fußball im Verein gespielt und das war damals, ich habe in der F-Jugend schon angefangen. Ich war damals ein bisschen dicker, dementsprechend stand ich vor natürlich. Ihr schreibt in die Kommentare, jetzt gleich, schreibt es jetzt in die Kommentare. Welche Position hatte ich, kleiner Fettsack? Natürlich, ich war 3, 2, 1, hat mir es geschrieben. Ich war Torwart. Ja, ich fetter kleiner Fettmops war Torwart. Aber das Schlimmste war, ich war Ersatztorwart. Das ist ja auch nicht gerade schön, weil ich halt dick war und sowieso kein Selbstvertrauen hatte. Aber ja, danach bin ich in die E-Jugend, dann hatten wir 3 Torhüter, dann hat der Trainer gesagt, ja komm, geh raus, du hast ein bisschen Ballgefühl, geh ein bisschen raus. Da hat er mich ein bisschen ausprobiert, zuerst mal als Stürmer, aber das hat er schnell gemerkt, nee, der trifft das Tor nicht so, wie er eigentlich treffen sollte. Okay, ja, das war ein bisschen peinlich. Danach hat er mich als Mittelfeldspieler eingestellt. Dann dachte ich auch, ja, nee, der rennt zu wenig, ist halt zu dick, der kleine Fettmops. Und ja, dann hat er mich sonst noch eingesetzt. Das war, glaube ich, danach weiß ich gar nicht mehr, ob ich noch Innenverteidiger gespielt habe oder direkt auf der Linksverteidigerposition angespielt wurde. Dabei ist es auch sehr schräg, weil ich bin halt 0. Hazard, was war mit dem Pass? Ich wollte ein schönes Tor machen. Ja, nee, das war halt so. Yeah. Ja, ich war, glaube ich, nachher Linksverteidiger. Ja, ich war nicht, glaube ich. Ich war, glaube ich, danach direkt halt schon auf der Linksverteidiger. Ich weiß einfach nicht mal, ob ich Innenverteidiger mal gespielt habe. Ja, ich war halt auf der Linksposition dann zu Hause, obwohl ich Rechtsfüßler bin. Das ist auch sehr schräg irgendwie, aber hat irgendwie. Seitdem spiele ich immer links und ja, macht mir auch Spaß. Linksverteidiger zu spielen, ist eine schöne Position. Wobei ich spiele auch gerne. Schiri! Elfmeter! Was? V? Wirklich? Ach du Kacke, ich spiele die Scheiße, obwohl der Kerl nicht mal mehr spielt. Naja, dann war ich halt Linksverteidiger, ja. Das spiele ich heute noch gerne, aber ich spiele auch gerne so Sechser Position, so hinten drin stehen. Wobei ich immer, wenn wir mit dem Kumpel spielen gehen, spiele ich ja immer sehr offensiv. Bin ich ja meistens links vorne, Mitte überall, einfach nicht rechts, weil das, ich bin halt so dran gewöhnt, von der linken Seite, das ist dann alles Spiegelfläche und das verwirrt mich. Keine Ahnung, das verwirrt mich, ich kann das echt nicht. Hab's oft probiert, aber es verwirrt mich extrem. Halt das alles, was ich links mache, Spiegelverkehr zu machen. Die Maria. Hazard! Da kickt er den Ball rein. Ja, wow, was für eine Überraschung. Der Kerl spielt ja nicht mehr. Ja. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, Fußball zu spielen, weil ich weiß gar nicht mehr. Ich habe einfach aufgehört damit. Ja, und hab dann sehr lange. Ah, ich weiß es euch wieder. Ich Idiot. Ich hatte einen Unfall und konnte kaum noch Fußball spielen, weil halt mein. Ich hab mal beim Sportunterricht. Ich weiß gar nicht, ob das ihr das kennt, aber bei uns heißt das Sprossenwand. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch. Ob das auch so auf Deutsch heißt. Ist auf Hochdeutsch. Und dort bin ich halt umgefallen und hab dann, währenddem ich umgefallen bin, mit dem Arm in die Sprossenwand eingehakt, habe mir dann den Arm gebrochen, bin mit dem Rücken gegen die Kante geknallt und das tat halt extrem weh, mein Rücken. Ich habe jetzt ein bisschen schiefen Rücken. Bei mir ist eh alles schief, ich habe auch eine schiefe Nase. Und Diego Costa will das Tor nicht machen. Ja, und ja. Oh, Casillas mit der Vorlage. Irgendwie ist es langweilig, wenn der Gegner nicht mehr spielt. Sicher auch für euch nicht so schön, wenn der Gegner nicht mehr spielt. Ja, aber das war es dann halt auch schon mit meiner Fußballkarriere. Aber jetzt spiele ich immer wieder Fußball. Also wir haben so einen festen Tag in unserer Gruppe. Samstags, da gehen wir halt auf. Wir haben in Luzern, da gibt es halt so Kunstrasen. Und dort spielen wir, haben auch immer wieder Leute, die kommen, also wir spielen immer mit den gleichen Leuten. Manchmal sind wir 9 gegen 9, manchmal auch nur 5 gegen 5. Das ist immer unterschiedlich. Mit denen spielen wir dann halt. Wir selber sind halt auch maximum zu 6, wenn alle
kommen würden, aber das ist auch sehr selten der Fall. Im Standardfall sind wir einfach 4 Leute. Ah, Costa! Ha, wirklich, Costa. Ich werde den Hattrick gönnen. Jetzt mach den Ball hier rein. Brava, Junge. Ja, und ja, das war halt. Ja, seitdem bin ich auch. Also, ich finde, ich bin besser geworden wieder im Fußball. Dadurch, dass wir halt jede Woche halt Fußball spielen gehen. Ich bin allgemein, finde ich, sehr sportlich, weil ich gehe halt 4-mal die Woche ins Fitness. Sicher 4-mal. Und halt noch einmal wirklich Fußball spielen. Das heißt, ich mache 5 Tage in der Woche Sport. Ja, ich bin halt ein sehr aktiver Zocker und es macht mir Spaß. Ich könnte ohne Sport, das ist ein schöner Ausgleich. Finde ich gut. Ja, das ist auf jeden Fall, das wäre... Hä? Schiri, ja, noch niemals im Foul. Ja, der Part geht extrem lange, obwohl gar nichts passiert. Ja, habt ihr immer Fußball gespielt? Seid ihr vielleicht jetzt Profifußballer? Schaust du Marco Reus gerade diesen Part an? Nee. Ja, vielleicht spielt ihr ja wirklich gerne Fußball und oder guckt gerne Fußball. Könnt ihr das auch schreiben, wenn ihr gerne Fußball guckt. Ich mache beides gerne. Ich spiele und gucke gerne Fußball. Und hoffentlich ist das Spiel bald fertig, weil meine Stimme ist auch schon ein bisschen am Kratzen und nach diesem Part wollte ich sowieso beenden. Ja. Okay, was ich auch verkünden kann. Real Madrid ist Cup-Weltmeister. Das ist mir aber kacke. Ich weiß gar nicht. Hat die etwas von dieser Trophäe? Ich finde, das ist so ziemlich die dümmste Trophäe im ganzen Fußball. Die Cup-WM. Das ist scheiße. Sanchez, komm mal raus. Oh, noch ein Tunnel. Ja, genau. Ja. So, damit haben alle Stimmen getroffen. Diego Costa macht noch Nummer 4, hoffentlich. Ja, das ist halt schon... Solche Spieler kann ich auch nicht ab. Also, weil es ist halt komplette Zeitverschwendung, weil die können ja auch das Spiel abbrechen. Ich meine, von den 400 Münzen kannst du dir auch kein Ronaldo kaufen. Das finde ich, das ist auch mal ein gutes Thema. Coins bei FIFA 15. EA, ich sage euch jetzt ehrlich, ihr könnt das nicht ernst meinen, dass ihr so wenig Coins gebt. Und jetzt kommen wir nicht hier mit dem Traden und so weiter. Das Traden ist auch extrem kacke, weil ihr ja unbedingt 5% an, für euch beanspruchen müsst. Das finde ich auch scheiße. Jetzt ist er vorbei. Diego, das wäre schön gewesen. War nix. Schade. Ja, aber ich will ja nicht passieren, dass es weggeht. Ich habe gar keinen... Die Lust geht bei mir auch flöten bei so Parts. Das ist ja übertrieben langweilig für euch und für mich. Aber wir haben gewonnen, Leute. 8-0. Fast kein Disconnect kommt wie beim letzten Mal. Das finde ich auch scheiße. Disconnects bei FIFA. Da bist du, gewinnst du ein Spiel 5-0 und dann die EA-Server können deine Anfrage momentan nicht verarbeiten. Ja, ich liebe FIFA, aber ich bin sehr anti-EA in den letzten Jahren, weil halt. Das werde ich im nächsten Part ansprechen. Kennt ihr Momentum? Das kleine Teaser schon mal von weg. Im nächsten Part wird über Momentum geredet. Momentum, das größte manipulative Arschloch in der Geschichte des Videospiels. Falls ihr nicht wisst, was Momentum ist, schaut beim nächsten Mal wieder ein. Denn da erkläre ich es euch und sage euch, warum das der größte Scheißtrick ist und warum es existiert. Ich kann es euch nicht beweisen, aber ich kann euch darauf hinweisen, was so strange an FIFA ist. Aber jetzt komm hier, mach Schiri. Pfeif ab, bis. Was soll ich noch ein 10-0 machen? Dann hätten wir halt 10-0 gewonnen. Und Diego Costa hätte super Statistik. Ja, nee. Danke, Schiri. Dankeschön. So, Leute, und ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Wartet. Ich werde es aufnehmen. Vielleicht kriege ich einen Disconnect und ihr seid live dabei. Und. Nee. Wenn ich jetzt einen Disconnect kriege. Nee. Und dann schicke ich das Video EA. Ich garantiere, ich schicke das Video EA. Ich will die Punkte hier haben. Oh, der Costa 4 Tore, Torvorlagen. Costa, Hazard 2, Di Maria und... Hallo, was sage ich? Casillas, Lloris ist natürlich jetzt im Tor. Ich Idiot, nicht mehr Casillas. Ja, das war souverän gewonnen, Leute. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, geht einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ich schaffe noch den Verbleib in Liga 1. Eigentlich hätte ich jetzt 9 Punkte. Aber was soll's.
Hard Disconnect bei FIFA. Kennt ihr das? Ja. Schreibt das, was ich in dem Party geredet habe. Bitte in die Kommentare, über was wir geredet haben. Ich habe selber schon vergessen. Und bis dahin, haut rein. Ich verabschiede mich. Und tschüsschen.